Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ragecraft 3 The Prophecy, wieder mit dem Mark. Ja, schönen guten Tag hier. Neue Session und wir kloppen jetzt wieder Monster, ne? Jo, auf jeden Fall. Ach genau, wir hatten diese Ebene komplett geklärt und jetzt wollten wir eine höher, Wir ne? wollten da hoch, genau, da hoch wollten wir. Warte mal. Das machen wir jetzt taktisch klug. Wir gehen wieder hier auf den Turm und bauen uns nach oben. Okay, weißt du noch den Weg dahin? Natürlich. Ja, hier waren wir, genau. Guck mal, sind schon da. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Sind wir auf dem Dach? Okay, auf dem Dach kann ich mir auch ordentlich hochbauen. Spielst du Ja, gerade mit klar. Headset? Ja. Okay, weil manchmal kann ich mich ein bisschen selbst hören, das ist komisch. Oh, das ist eigentlich üblich bei mir. Ich habe Headset immer an. Eigentlich immer. Guck mal, hier ist ein Whetstone-Block. Ich bin schon auf dem Dach, ne? Wieso ist hier Whetstone? Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem Dach, während du dich hochkrabbst. Wie hast du das gemacht? Ich bin gezaubert nach oben. Hochstecken. Nee, ja, klar. Haben wir jetzt auch gemacht. Okay. Da vorne ist richtig viel Nahrung. Da könnten wir gleich hingehen. Da sehen wir schon einen Zombie. Erwartet uns. Was hältst du davon, wenn wir hier oben links über die Schmiede gehen und uns von hier dann weiterarbeiten? Das ist eine gute Idee. Entweder da lang, wo der Zombie ist, oder da lang. Mir egal. Weil Moment. im Endeffekt müssen wir die eh töten. So. Abschießen kann uns hier sowieso kein Skelett mehr. Die kommen hier nicht Ja. mehr. Deswegen kann ich einfach Pass so auf, machen. dass du nicht runterfällst. Ich schleiche, da kann man nicht runterfallen. Oh Mann. Ein einziges Herz verloren. Oh, ich muss essen. Ups. Okay, hier sind Monster drin. Ich leuchte gerade sehr viel aus. Oh lol, ich merke, ich habe keine Nahrung. Ich habe nur rohes Fleisch. Okay, Brot habe ich noch 4 Stück. Ah, ich habe noch mehr. Ach lol. Gebratenes Schweinefleisch, okay. So, jetzt kann es wieder weitergehen. Wo bist du? So, bin schon ein bisschen weiter. Ich habe hier gerade alles ausgeleuchtet. Okay, dann müssen wir nur noch die Spawnstelle. Ich habe die Spawnstelle schon gefunden. Okay. Uiuiui. Bist du denn der Freund? So, hier waren mehrere gewesen. Ja, hier drin ist auch. Steinschwert mit Angriffsschaden 5. Oh, Pfeile sind hier jede Menge. Ah, ich habe wieder so ein Und Holz. Bandschwert. Ja, und wir haben hier jede Menge Holz, ne? Das ist super. Okay, habe ich irgendwie andere. Ah, Fackeln gefunden. Irgendwo kommen hier immer noch Zombies her, und zwar reichlich. Das habe ich auch gemerkt. Aber wo? So, wenn du noch Holz. Von hier oben, glaube ich, kann das sein. Da haben wir noch einen Spawner übersehen. Also der bei mir, den habe ich schon mit zerstört. Habe mich auch schon um Das. einige gekümmert. Okay, dann spawnen die wohl hier, weil hier irgendwo nicht komplett ausgeleuchtet ist. Ja. Ich habe jetzt extra gerade eben. Ich hole gerade das Holz raus. 19 Holz waren hier drin. Machen wir einfach einen Ja, die Safe springen hier Room. irgendwo runter. Ich höre die ganze Zeit runterplumpsen. Ja, die Monster finden auch einen Weg immer zum Ziel. Ja, hab schon entdeckt, wo die herkommen. Okay. Asoziale Dinger, ey. So, Hose austauschen. Jetzt habe ich eine goldene Hose, besser als Leder. So. Oh. Hab die jetzt Da erstmal ist noch einer. blockiert. Achtung, da ist hinter dir noch einer. Ja. Geh mal zur Seite, ich habe den Rückstoßstab. So. Wieso nimmst du nicht das gebratene Hühnchen mit? Ja, der war ja Habe ich jetzt gut. schon. Okay, war Warst nur du wieder zu nicht spät viel. gewesen? Ja, nicht schlimm, ich habe 11 Brot. Ich habe 11 Brot.
Den Schmarrn reintun, den wir nicht brauchen. Einfach eine Flasche, schmeißt du da rein. Fackeln habe ich genügend jetzt erstmal. Ja, ich auch. 50 Stück habe ich wieder. Und ich habe eine Steinhacke da rausgeholt. Und aus einer anderen Truhe habe ich die goldene Hose rausgeholt. So. Gucken wir mal. Hier rausgehen wäre jetzt dumm. Kommen nämlich Monster her. Wir könnten uns hier irgendwo in die obere Etage bauen und mal gucken, ob wir da was finden. Was hältst du davon? Okay. Dann machen wir das mal. Bin gespannt, was auf uns wartet. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr seht, das ist immer mein Tunnelgräber. Ich gehe ihn einfach nur hinterher. Und damit ich denke, dass ich faul bin, ich denke, ich fühle mit ihnen, das ist auch schon viel Arbeit. Ne, kurz ab. Ah, wir sind hier in einem Berg, sehe ich gerade. Okay, das können wir vergessen. Dann sind wir auf der falschen Seite des Hauses. Machen wir das mal hier. Am besten von außen einmal gucken, wo es lang geht. Ja, das sind Gebäude. Ey, das fand ich jetzt überhaupt nicht nett. Die kommen von oben runter. Ja. Da oben ist ein Spawnpunkt. Wow. Versucht das gerade jetzt zu beseitigen, dass sie dann nicht mehr vorbeikommen. So. Achso, du machst dazu? Die können auch über den Zaun, oder nicht? Über den Zaun nicht, aber hier über das Holz zum Beispiel hier. Ja, Spind kommen so oder so überall drüber. Da müssen wir hier unten rum irgendwie durch. Da ist es ein bisschen doof gelaufen, aber können wir nichts machen. Oh, wir werden erwartet. Oh, mach zu, mach zu, mach zu. Nicht? Jetzt kommen sie alle an. Vorsicht, Creeper. Wow, jetzt kommen die auch von hinter uns. Oh, shit. Oh, sorry. Haut der mich? Das war jetzt zweimal von dir. Oh, jetzt ist ein Spinner hinter mir. Nix da, du. Wow. Da kommen aber ziemlich viele her. Wo ist das Bomb? Hier sind direkt zwei Spawner. Das ist scheiße. Okay, dann zerstör die mal eben. Ich komme mit. Ja, ich kann gerade nicht, weil ich hier von Spinnen attackiert werde. Ich hätte die aber ausgeleuchtet. Das ist schon mal eine Hilfe. Nein, nicht! Lass die drauf. Seitlich da drauf schlagen. Auf die Ecke. Weil wenn Fackeln drauf sind, dann spawnen weniger. Alter, das wird jetzt echt nicht. Vorsichtig! Da kommt noch eine Spinne, Moment. So, oben sind noch Spawner. Die will ich jetzt mal kurz kaputt machen. Weil da oben ist keine andere Verbindung. Da mache ich da mal kurz, ne? Ah, okay. Hinter mir war ein Creeper. Ich habe das gleich gemerkt. Boah, ich war fast tot. Okay. Hier soll ich aufpassen. Also langsam füllt sich alles wieder bei mir. Okay, ich habe den Creeper-Spawner gefunden. Es geht ab! Oh, wo war das denn? Es geht ab! Wo war der denn? Außen oder was? Oh, sind hier viele Spawner! Okay, ihr habt einen Smaragd gefunden! Okay, weg hier! Weg hier! Weg hier! Wo bist du denn? Ich seh dich nirgendwo! Ah, ich war oben! Ach da! Also oben auf dem Dach waren es viele, ja? Ja, da sind richtig viele Spawner, ich muss dich kurz heilen, weil sonst wird das nichts. Ei, da geht ja schon gut los hier, wa?
Okay, ich glaube, ich suche mal eben den Spawnpunkt, wo der herkommt. Die Die sind kommen alle oben. Ich würde aufpassen. Da sind verdammt viele Spawner. okay. Das reicht für blöde Viecher. Wow. Noch schon direkt wieder ein Creeper hier angehoppelt. Bist du oben drauf? Boah, Jetzt hat er mich aufpassen. abblicken lassen. Jetzt hatte ich aber noch so gerade so Glück. Alter, ist hier viel los. Ach, da oben bist du. Ups. Ich gehe mal kurz heilen. Eieiei. Will mich der blöde Vieh verarschen? Ich will ihn Anscheinend. aufladen, der tötet mich. Fast. Oh. Ey, das ist jetzt nicht mehr lustig. Fackelt der mich ab? Nein, 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 nein. Ich muss mich eben aufladen. Ja, mach mal. Ich habe mich um den Creeper gekümmert. Wir machen das jetzt anders. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo der Spawner ist. Bauen Hast wir du uns den mal Spawn von schon unten ran. gefunden? Ah, eine gute Idee. Und dann kann ich den von unten abbauen, weil die sind ja in einer Säule. So. Da Ah, nicht. gerade vorbei. Hier irgendwo in der Höhe. Ich habe da gerade gesehen schon. Wo? Hier. Na. Ach, ein weiter hier. Ah, hier. Ich hab's. Mach mal zu. Hast gesehen? Ja. So, hier ist es. Ich mach da mal kurz. Okay. Jetzt wird's gefährlich. Wünsch mir Glück. Damit ich hier nicht runterfallen kann, mach ich mal so. So, einer ist schon mal weg. Ist da direkt daneben oder was? Ja, diagonal daneben. Oh, das ist fies. So, die sind jetzt schon mal weg. Das heißt, wir können nach und nach oben alles niedermetzeln und dann sind wir die endlich mal los hier. Ja, cool. Wie machen wir Was das? hier? Also hier außen ist irgendwo eine Leiter, da können wir hoch. Ja, genau hier. Da ganz oben ist noch ein Spinnen-Spawner, da können wir uns gleich drum Da, ich kümmern. sehe schon. Da, oh. Da ist ein Bogenschütze. Skelett. Okay, hier war ein Creeper in deiner Nähe. Ja, ich. Wow. Du musst gerade für mich gucken, ob hinter mir irgendwas ist. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin jetzt hier gerade mit jeder Menge Viechern Ja, beschäftigt. ich war gerade oben. Jetzt bin ich wieder unten. Okay, die Viecher haben sich gerade selbst in der Luft gejagt. Das war echt langsam. Oh, Diamantenanzug, deswegen hält dieses Vieh so lange. Oh. Ach, du bist hier hinter mir an der Ecke. Aha. Wow. Oh, Entschuldige. Ja, Reaktion. danke. Das war nur Reaktionszeit. Bist du noch am Leben? Ja, gerade so. So, jetzt möchte ich auch die Spawner hier unten weg haben, weil da kommen die ganze Zeit Zombies her. Das heißt, ich hole mir jetzt ein bisschen Holz. Hier, ich hab Holz. Ich habe auch. Okay. Und machen wir ein paar mehr Fackeln. Aber ich habe noch Fackeln über. Ups. Ich habe auch noch 64 Fackeln. Gut, dann kommen wir mit. Wir müssen jetzt hier unten erstmal alles ausleuchten. Hier im Raum? Nee, hier, allgemein, die Ebene. Oh, du kriegst hinter dir Besuch, aber ich Ja. bin da. Bin schon da, ich bin schon da. Lol, trotz Licht kommen die her? Wollen die mich verarschen? Ja, wegen den Spawnern. Aber da muss ja irgendwo hier unten drunter was sein. Naja, unter Wasser sind die Spawner. Jo, tatsächlich, hast du recht. Ich zerstöre den mal eben. So, ich habe den hier links auch zerstört. Super. Hier ist jetzt die erste Stelle, Und? wo wir uns vernünftig Essen besorgen können. Nicht hier drauf rumspringen, dann geht das Ackerland nämlich kaputt. So, wenn hier drin noch Kartoffeln sind, da haben wir den Jackpot.
Hier ist ein Stärkebogen, den kannst du gerne nehmen. Ja. Im Ofen ist ein Kürbiskuchen. Ja, okay, Kohle. Kohle, noch ein Kürbiskuchen. Da ist jede Menge Möhren, hast du da liegen lassen, ne? Ja, nimm die ruhig mit. Ich leere gerade hier mein Inventar ein bisschen. Ja. Ich guck mal nach, was ich rausnehmen kann. Und ich mache mir Knochenmehl, da können wir uns nämlich ein paar Möhren züchten. Ah, okay. Ah, das geht mit Knochenmehl. Ja. Dann ist noch eine Möhre. So. Kann man Kürbis als Nahrung auch ansehen, oder was? Kürbis nichts, nee. Aber Melone und hier den Kürbiskuchen, den kannst du nehmen, wenn du möchtest. Die sind in den Öfen. Ja. Ich habe hier schon einiges gefarmt. Oh, schon wieder eine Viertelstunde um hier. Ja, es geht super schnell, ne? Eigentlich mal eine vernünftige Hose wieder. So, erstmal die Hose anziehen. Danach nehme ich so viel mit wie möglich. Ich züchte hier gerade die Kartoffeln, Möhren hoch, Karotten. Wie man sie jetzt nennen möchte, ist mir scheißegal. Möhren, Karotten ist egal, ist eigentlich dasselbe. Dann haben wir nämlich, glaube ich, jeder jeweils zwei oder drei Stacks Karotten und das reicht dann auch erstmal. Ja. Also, ich habe 29 Karotten und 88 Wassermelonen. Also beträchtlich. So. Tu mal alles an Essen in die große Truhe, irgendwo in eine Ecke, dann sammeln wir das sofort mal, ne? Ach, Nahrung? Alles, was Ja. ich habe? Ja, das sammeln wir dann kurz und dann können wir das aufteilen. Genau, okay. Ich habe ja jede Menge. Also, ich mach Tu mal mal unten links eine. in der Ecke, genau. So, also. Tue ich doch mal mit drauf. So. Alter Schwede, ist da jetzt Nahrung angekommen. Was habe ich hier noch? Eine Kartoffel. Oh, Kartoffeln, super. Ist das super? Was? Kartoffeln. Beste. Wirklich. An Gemüse. Okay. Und was kann man damit anstellen? Ich pflanze die jetzt an. Da kriegst du dann 3 bis 4 Kartoffeln raus. Das schneide ich dann hier aus dem Video kurz raus, wie wir das machen. Und wenn man die durchbrät, dann kriegt man nur einen Punkt weniger als durch ein Steak. Was machen wir als nächstes? Hochgehen. Wir müssen da auf jeden Fall. Können wir uns hier nicht von hier aus am besten hochbauen? Wir gucken uns erstmal hier die restliche obere Hälfte der Stadt an. Da sehe ich direkt wieder ein paar Spawner. Spinnen-Spawner sind hier. Und Creeper-Spawner, ja, sehr schön. Wo hängst du schon wieder so schnell? Hä, wo bist du? Ach, da Andere hinten. Seite. Spinnen-Spawner ist weg. Creeper-Spawner ist jetzt auch weg. Sehr gut. Hier haben wir auch rumgehen, ne? Pass auf, hier rechts können wieder viele spawnen. Hier ist tote Hose. Hier waren wir wohl schon mal, oder? Nee, hier ist zum Beispiel ein Spawner. Ja, ich habe gerade was gehört. Skelette. Ah, hier sind wir, hier müssen wir hin. Das ist eine der nervigen Stellen. Da gehen wir gleich runter. Da hinten ist noch eine Treppe, ne? Nach oben. Gehen wir gleich gucken, ja? Ja. Du kannst ja schon mal die Spawner abbauen, die ich mit der Fackel markiert habe, ne? Ey, was war das? Oh! Ey, das finde ich wohl nicht nett, dass er mich angreift. Hier kommen Baby-Zombies. Will er mich verarschen?
Ah, hier. Boah. Oh, das ist gemein. Da ist so ein Mistvieh hier. Oh, ich bin fast tot. Wo bist du? Wieder am Eingang. Ja, ich bin fast tot. Ja, dann Ich hab ess da vorne. Ofenkartoffeln und heil dich. Da fehlt. Ach, scheiße. Da fehlt das Dings jetzt. Die Fackel von einem Spawner. Da er mich angegriffen hat. Wo? Weil da, wo die Treppe nach oben geht. Oh, danke. Ich musste mich ganz schnell heilen. Ich habe nicht vergessen, was unten im Inventar rein zu tun. Ist abgebaut. Alles da. Ich hab nicht vergessen, mir einen Nachen reinzusetzen, weißt du? Okay, ich gucke jetzt gerade, ob ich hier alles abgebaut habe. Da ist weg, da ist weg. Hier geht's hoch, da gehen wir gleich hin. Das wird nämlich ein bisschen schwieriger. Okay. Hier geht's runter, hier ist es am schwierigsten, da gehen wir auch später erst hin. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben und dann gehen wir nach unten. Okay, ich werde gerade geheilt. Ja, hallo Skelett, schön, dass du da bist. Eiei, eiei. Weg, Rückzug. Oh, da sind mehrere Bogenschützen. Wo bist du? Unten. Aufpassen, die kommen. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Buff mich mal kurz hoch und dann ohne ich die alle. Schütze dich mal kurz, während ich das mache. Ich habe Ja. 3 Minuten. Ich habe 3 Minuten Zeit, um jetzt alles zu ownen. Okay, was meinst du mit Owen? Fast One Hits. Okay. Ich habe Geschwindigkeit und Stärke jetzt. Ah, das heißt, du bist stärker als schneller. Ja, das heißt, ich leuchte hier gerade alles aus. Dann spawnen schon mal weniger. Die kriegen mich nicht eingeholt. Und gleichzeitig kann ich auch noch gut austeilen, wenn ich muss. Ich gehe auf Provokation. Auf LOL, Ich helfe dir, Leute. ich helfe dir. Siehst du? Musste schnell aber fordern, weil ich direkt intensiven Angriff genommen habe. Das ging doch jetzt richtig gut, jetzt wo ich die Tränke genommen hatte, ne? Auf Stell dir das vor, ich hätte Gift. die nicht genommen, ich konnte nicht alles, könnte nicht alles ausleuchten. Ja, jetzt waren es echt viel, viele, ne? Also. So eine richtige Versammlung. War das was Besonderes? Hochsteckmaterial nehme ich sehr gerne mit. Leder auch. Da ist noch ein Schnelligkeitstrank, den hast du genommen, okay. Diesmal war ich selber. Dafür habe ich. Ach ja, ich habe hier Knochen wieder für dich, ne? Tu mal in die Kiste, da muss man mir nicht zuwerfen. Ich dachte gerade, ich muss wieder Ersthilfe leisten, da hat aber nur ein Auto und ein anderes ein bisschen angefahren. Okay. Ah, boah, mein Herz gerade wieder, weil das hasse ich. Ich hasse das echt. Ah, okay, ja. So, Knochen Wie hast du gesagt, hast du rein. gerade meine Zauberaxt Hä? rausgenommen? Hast du meine Zauberaxt rausgenommen? Ja, habe ich. Ja. Ich habe nämlich nur noch mal. Ja, egal, ich mache ich gleich neu. Warte mal, ich habe doch Holz. Habe ich Holz? Ja, ich habe Holz. Stimmt ja. Haben wir da eine Werkbank? Nee, müsstest du dir machen. Okay. Moment. Ich mache mal eben eine Werkbank. Wo bist du? Bist du unten oder immer noch hier oben? Ach, du bist da. Ja, jetzt machen wir gerade eine Werkbank. Willst du einmal brennen? Ich muss, ne, ich muss, Schicks Willst du machen. einmal brennen? Nein, das will ich jetzt nicht. Wie geht noch eine Axt? Zwei Sticks, drei Holz. Holz in der Ecke, die Sticks in der Mitte. Genau, so war das ja. So, ich mach dir dann direkt eine Lederhose und einen Lederhelm. Ja.
Bitte schön. Ah, Moment. So, also, wie war das? Drei. Oh. Also, die Reihenfolge war wie? Zwei Sticks unten in der Mitte und in der Ecke drei Holz. Okay. Ach so. Okay. Geht also nur einmal. Okay. Und das Material ist leider leer. Schön. Wie lange brauchst du, um eine Axt zu craften? Hör mal, ja. Übung macht den Meister, ich bin fertig. Das ist Ultrageschwindigkeit. Kriegst du nicht mit? So, kommst du? Bist du wieder runtergegangen? Ja. So, jetzt kommt ein verdammt nerviger Teil. Den würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge, wa? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.